So, liebe Leute, ich begrüße euch recht herzlich bei meinem nächsten Video. Wir sind wieder unterwegs hier auf unserer Genehmigung im schönen Schwabeländle. Ja, schön seid ihr dabei. Ich fange auch gleich mal an mit dem geschichtlichen Hintergrund. Hier waren mal früher 3 Römerstraßen, haben sie hier gekreuzt. Ja, ihr habt richtig gehört, wirklich 3 Römerstraßen. Und hier war einiges los. Ne? Ganz in der Nähe war ein Kastell. Und hier vermuten die Archäologen, auf dieser etwas erhöhten Fläche, Ebene, dass eventuell auch was gewesen war. Aber das wissen wir nicht, da schauen wir einfach jetzt mal drüber. Und ihr könnt dabei sein, wir ziehen jetzt einfach mal durch die Felder. Bis gleich. Geil, ich glaube, das ist ein Knopf, so wie es aussieht. Geil. Schauen wir uns gleich mal an. Hier 2 Löcher und hier vorne irgendwas Spitziges. Ja, das muss so eine Art Knopf sein. Ja. Und was haben wir hier? Haben wir da hier irgendwie eine Verzierung? Nein, haben wir nicht. Aber das ist schon mal ein toller Fund, der erste Fund aus Kupfer. Man sieht es hier, ist ein bisschen rötlich. Und jetzt geht's weiter. Fund, kommt mal, schaut euch mal, hey, das ist eine coole Schnalle. Sieht richtig cool aus, ganz kleine Schnalle. Hier sieht man also ein bisschen eine Vertiefung. Dann haben wir hier eine Schnalle, die spitzförmig hier rausgeht und eine richtig schöne Schnalle, hey Leute, super Fund. Ist das jetzt eine Münze oder ist das ein Knöpfle? Leute, ich glaube, das ist eine Münze. Schaut mal, kann doch gar nichts erkennen. Aber sie ist sehr leicht. Ich vermute und ich glaube, das ist eine Alumünze. Sich Regen bringt Segen. So Leute, schaut euch mal die coole Münze an. Richtig gut erhalten. Sie ist ein bisschen mitgenommen natürlich. Man kann es hier ganz gut erkennen, sich Regen bringt Segen. Drumherum ist ein bisschen mitgenommen vom Flug höchstwahrscheinlich. Und hier sieht man auch 50 Pfennig. Cool Leute, jetzt machen wir auch gleich wieder weiter. Also langsam wird es düster. Näher her, ey. Das müsst ihr euch anschauen. Richtig geil. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber das ist so wie so ein
Riegel, Verschluss. Und hier ist es abgebrochen. Wahrscheinlich war das hier dann so rund. Ah, sieht schon interessant aus, Leute. Also mal schauen, ob irgendwelche Verzierungen drauf sind. Eher nein, aber vom Material her könnte es echt was Altes sein, Leute. Ich habe gerade keine Ahnung, was es sein könnte. Wenn ihr irgendwie eine Idee habt, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Da seid ihr jetzt gefragt. Und da bin ich mal gespannt, was ihr sagt. Super, jetzt machen wir weiter. Also entweder, schaut mal hierher, ich habe hier was, entweder es ist ein Fingerring, jetzt gucken wir mal zusammen rein, oh, nein, es ist kein Fingerring, geil, guck mal, das ist hier ein Knopf und höchstwahrscheinlich, der ist richtig schön, wow, mit Muster drauf und hier sieht man so drei Ringe und in der Mitte ist irgendwas, irgendein Muster. Ja, und da drin, ganz klar, da ist jetzt... Ah, ein Ring wäre auch cool gewesen, aber kommt Leute, da kann man sich wirklich nicht beschweren bei dem schönen Ring. Höchstwahrscheinlich ein Trachtenknopf, geil, sehr schön. Super Fund. Und jetzt machen wir weiter. Fund, Leute, und das sieht aus wie ein Mieterhaken. Geil, der ist richtig schön. Sieht erstmal aus wie so ein Anhänger, wenn man den so rausbuddelt, ne? Aber hier sieht man ganz klar, also das ist ein Mieterhaken. Auch ein ganz schönes Teil, sehr cool. Also ich finde so Mieterhaken immer wieder schön anzuschauen und zu finden. Gibt es in allen Variationen, in verschiedene Formen, verschiedene Größen. Und hier sieht man dann auch gleich hier die Löcher. Und hier. Cool, Leute! Also, das ist doch schon mal ein cooler Acker. Und bis zum nächsten Fund. Was es ist, Leute, aber ich glaube, wir schauen uns das Teil am besten selber an. Könnte eventuell ein Knopf sein. Hier ist auf jeden Fall was zu erkennen, hier in der Mitte. Da ist Dreck, also schauen wir einfach mal drauf. Ah, ja, es ist ein Knopf. So, aber was ist es denn für einer? Wow, der ist ja richtig cool. Ja, der könnte aber auch alt sein. Ja, also der ist definitiv auch älter wie 1900, würde ich jetzt mal so sagen. Von der Verarbeitung her auch. Aber wie gesagt, wenn ihr eine Ahnung habt, hey, den Knopf habe ich doch schon mal gefunden, zumindest so ähnlich wie der, sagt mir einfach Bescheid, was könnte es denn für einen Knopf sein. Aber schön, ich habe bis jetzt noch nie so einen Knopf gefunden. Cooles Teil. Ein cooler Fund, Leute. Ja, was ist auch das? Ein Schwabemännle.
Auch noch mit Farbe. Ist ja geil. Ja, sowas habe ich auch noch nie gefunden. Das ist ja mal richtig cool. Schaut mal. Der glänzt ja richtig. Das muss irgendwie ein Anstecker gewesen sein. Ja, ja. Mit 100%iger Sicherheit. Ist auf jeden Fall, also man sieht auf jeden Fall, dass es hier eine ländliche Gegend ist. Spazierstock ist auf jeden Fall klar. Lederhose und Tracht. Ein schwäbischer, Bauer. Junge. Richtig cool, das Teil. Ist wie gesagt noch ein bisschen Farbe dran. Und ja, kann sich sehen lassen. Mal ein seltener Fund sozusagen. Leute, sehr schön. Also gefällt mir. Schaut euch mal an, da ist sie. Endlich mal eine Münze, Leute. Richtig cool. Naja, 2 Pfennig. Ja, die sind immer sehr schön erhalten. Kaiserzeit, das sind meistens sehr schön erhalten. Und da sieht man auf jeden Fall den Adler und die 2. Schaut mal. Geil! Der, die ist richtig gut erhalten. Kann man gut erkennen. Ja, und wenn man die dreht, sieht man hier ganz klar den Adler. Voll schön. Leute, also ich freue mich, auch wenn solche einfache Funde kommen, die gehören einfach dazu, zur Fläche. Und jetzt machen wir weiter. Muskitenkugel. Eine richtig schöne kleine Muskitenkugel. Ja. Fast schon eine Pistolball, ne? So ganz kleine, richtig schön, schön rund noch. Hat ihr Ziel nicht getroffen. Ja, und ja, Leute, es läuft, es läuft, es läuft. Signal, Leute. Ah, hier ist was. So wie es aussieht. Ah, könnte es ein Knöpfle sein. Ja. Jo, und es ist ein Knöpfle. Ein Arsen-Bronze-Knopf. Leider, leider abgebrochen. Aber ganz schöne Verzierungen hier. Rückseite. Hier ist die Öse auch abgebrochen. Ja, aber trotzdem. Cooler Fund auf jeden Fall. Da freut man sich. Schön. Es ist ein Knopf. Ja. Ja, es ist ein Knopf. Mal schnell sauber machen. So. Also hier sieht man die Öse. Ist ein Arsenbronze Knopf. So, richtig schöner Knopf. Schaut mal. Bisschen Verzierungen. Und sonst sieht das Ding richtig gut aus. Also alles dran, so wie man es haben will. Richtig schön. So, der nächste Fund hier
wahrscheinlich aus Kupfer und es könnte eventuell ein Bruchstück von einer Glocke sein, vielleicht. Ja, das ist jetzt meine Vermutung, weil der auch so leicht gebogen ist, aber das muss nicht unbedingt sein. Hier kann man auf jeden Fall noch ein bisschen was erkennen, aber ist sehr schlecht zu sehen. Ne? Könnte auch irgendwie ein Gefäß sein. So, liebe Leute, wir kommen jetzt zum Schluss. Ja, leider kein Römer dabei. Mensch, das ist ja wirklich schade. Aber vielleicht beim nächsten Video, wer weiß. Und solche Funde gehören nun mal auch dazu. Ich wollte euch einfach mal mitnehmen auf unsere kurze Runde heute. Relativ kurze Runde. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Und die, wo noch nicht abonniert haben, abonnieren ab jetzt den Sondelfuchs. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder unterwegs sind, wenn wir wieder einen Acker hier haben, der zu der Genehmigung gehört. Und jetzt sage ich ciao und bis dann.